Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Tourist Bus Simulator. Heute sind wir hier mit dem MAN Lions Intercity unterwegs. Ihr seht es bereits, mit dem waren wir letztens noch im Fernbus-Simulator unterwegs und jetzt dachte ich mir, nehme ich mal eine andere Version des Busses. Ich glaube, das ist jetzt der R61 oder der R62 und werde hier im Tourist Bus Simulator mal eine Runde fahren. Da würde ich sagen, machen wir schnell die Tür zu und dann geht's auch schon los, denn wir haben einiges an Strecke vor uns. Und in dieses Spiel passt er auch wesentlich besser als in den Fernbus-Simulator. Da wirkte der ja teils ein bisschen deplatziert, ne? Also so richtig auf die Routen passte er nicht. Oh, hier wird schon ein bisschen eng, aber das haben wir gemeistert bekommen. Genau, da passte der irgendwie nicht so drauf. Hier für den Tourist-Bus-Simulator finde ich den aber wirklich perfekt. Viel besser als alle Reisebusse. Die sind nämlich hier eigentlich viel zu groß oft. Das haben wir ja oft gesehen. Der MAN Lions Intercity könnte so der perfekte Bus hier für die ganzen... Was war das denn? Ah, gucken, ob wir das Geräusch gleich nochmal. War das irgendwie... Das klang wie eine Vollbremsung, aber ich habe gar keine Vollbremsung gemacht. Muss ich mal gleich nochmal checken. War ganz interessant gerade. So, dann geht's hier rechts. Kurz gucken. Ah, jetzt habe ich mal eine Vollbremsung gemacht. Tatsächlich. Es klingt ein bisschen komisch, aber ich finde es cool, dass der Sound dabei ist. So, genau. Dieser Bus ist eigentlich perfekt hier. Der ist nicht ganz so lang, der ist nicht ganz so groß. Vor allen Dingen der Neoplan Skyliner, der ist ja hier fast unbenutzbar teilweise. Das ist hiermit nicht der Fall. Und der passt irgendwie auch so von seiner Größe, also oder von seiner Ausstattung ganz gut hier in das Spiel. Insofern eine gute Besetzung und mit dem Bus fahren wir jetzt nach Morochable oder Colayejo. Ah, gut. Da ist ja wieder der Spanisch-Profi. Man kennt ihn. Okay. Kommen wir da rum? Ich glaube nicht. I doubt it. Ah, vielleicht. Das wird knapp, aber es passt nicht. Auch wieder relativ... Gut, dass der Spiegel keine Kollision hat. Wieder relativ sportlich hier. Ja, ich habe mir ein bisschen eure Kommentare durchgelesen und ihr fandet den Bus ja größtenteils wirklich gut, cool und nett. Mittlerweile gibt es den auch, ist er auch erschienen offiziell, also man kann ihn jetzt auch kaufen. Und ich werde euch da dann nochmal einen Link in die Videobeschreibung setzen, da bekommt ihr den dann hoffentlich ein bisschen günstiger, wobei der ist ja auch nicht teuer, also 10 Euro war eigentlich ganz okay der Preis, denke ich mal. Und ich fand einen Kommentar ganz witzig. Also ihr habt Easter Eggs entdeckt in Mecklenburg-Vorpommern. Ein Kommentar fand ich aber ganz witzig. In Mecklenburg-Vorpommern sagt man nicht Moin Moin. Und in Mecklenburg-Vorpommern gibt es auch keine Staus. Und dann die Pointe dieses Kommentars war, da gibt es eigentlich gar nichts. Fand ich ganz witzig. Kann gut sein. Ich fand es ganz nett, als ich mal da war. Aber gut, ich war auch nur in Schwerin. Ne? Also das ist vermutlich dann noch so die Partymeile oder den Städten in Mecklenburg. So, und ich war nur mit 60 auf der Autobahn unterwegs. Ja moin. Das war dann natürlich ein bisschen... Oh, da hatte ich gerade Angst aufzusetzen. Das war natürlich nicht so schnell. So, und da sind wir eigentlich bei einem guten Thema, denn ich bin jetzt auch auf der Autobahn und muss dann, glaube ich, in der nächsten wieder rausfahren. Ich wollte eigentlich mal eine andere Route nehmen, aber die sind teils so lang, dass man das, da hätte man 10 Folgen gebraucht, so gefühlt, bis man da fertig geworden wäre. Insofern war das ein bisschen zu viel des Guten. Und da habe ich mich dann mal in Verzicht geübt. Aber ich versuche da mal eine andere Route rauszufinden, weil die sind wir jetzt schon ein paar Mal gefahren hier. Die hat sich nochmal ein bisschen verändert. Es gab jetzt auch nochmal ein Update für den Tourist Bus Simulator. Vielleicht ist da auch dieser Sound dazu gekommen. Ich möchte ungern rechts überholen, aber mir bleibt ja fast nichts anderes übrig. Ich bin hier noch richtig. Ah, ich glaube, ich muss jetzt hier raus. In Esquinzo. Ach nee, da sind wieder diese Serpentinen. Ach nee. Wobei, mit diesem Bus sollte es eigentlich machbar sein. Aber da können wir nicht mit Fullspeed runterdonnern. Das wird wohl eher schwierig. Aber werden wir mal gucken. Ich habe ein bisschen straffen Zeitplan, deswegen muss ich ein bisschen reinhauen. Ein bisschen spät gestartet. Aber ich glaube, es sollte soweit noch alles einigermaßen okay sein. So, wenn es nach mir ginge, würde ich jetzt einfach hier links fahren. Aber das können wir natürlich nicht machen. Überall so Stürme.
So, hier komme ich aber ganz gut rum. Bisschen weit ausgeholt. Oh, passt. Das Wetter ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Kein Urlaubsfeeling, was hier aufkommt irgendwie. Diesen ganzen Verwehungen. Wobei jetzt, ach gut, dieser Blick entlohnt. Für die harte Arbeit des Busfahrers. Ich habe vor ein paar Tagen, bin ich mit dem ICE gefahren. Da war ich bei Giants in Erlangen und da bin ich mit dem ICE gefahren. Wollte mir abends noch was zu essen kaufen im ICE. War da ein bisschen spät dran, aber ich hatte irgendwie an dem Tag, ich hatte glaube ich bis 20 Uhr nur zwei Brötchen gegessen am Morgen. Um 8 Uhr. Das war dann doch ein bisschen wenig, ne? Hat sich der Magen dann irgendwann mal gemeldet. Ne? Dachte ich mir, gut, kaufst dir mal was im Bordbistro. Und ja, dann hat mich der Mitarbeiter da, der da die Speisen und Getränke verkauft, guckte auch die Videos, unter anderem hier den Fernbus-Simulator, hat also noch seine Meinung dazu abgegeben. Der fand den Bus nicht ganz so gut, haben wir gesagt. Und war nett, dann habe ich mich dann noch mit diesem Schaffner und diesem, ich glaube, Zugchef dann unterhalten. War irgendwie witzig. Haben unter anderem über Flixbus geredet, also ne, irgendwie ein bisschen skurrile Situation, aber durchaus witzig. Ja, jetzt haben wir's. So. Meine Damen und Herren, ihr lasst es wieder einmal aussteigen. Jetzt muss ich hier wieder rangieren. Klasse. Großes Kino. Großes Kino. So. Toll. Wie soll ich denn jetzt hier noch... Also ein bisschen was kann ich mir von der Seite noch nehmen. Ein bisschen Platz. Aber auch nicht viel. Ah, Leute. Mach jetzt nicht diesen. Ah, doch. Doch ein bisschen mehr, als ich dachte. Aber auch nicht... Was ist das? Ja doch, das passt. Das sieht... Von innen sieht's doch... Guck mal, das sieht doch so aus, als ob ich schon in der Leitplanke klebe, oder? So. Weiter geht's. Na, die warten natürlich nicht hier. Um diese Kurve komme ich nur schwer. Ja, aus dem Bus sieht es ein bisschen schlimmer aus, als es tatsächlich ist. Also mir fast schon vom Fahren hier ein bisschen schlecht geworden. Ja, üben wir nochmal ein bisschen. Ja gut, wie man das hier ohne das schaffen soll. Vielleicht mit mehr ausholen, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, da gab es jetzt einen kleinen Sachschaden, der hier entstanden ist. Ah nee, ich hasse diese Stelle einfach nur. Das ist mit dem Neoplan Skyliner, da geht es gar nicht, aber wir sehen, mit diesem Bus ist auch eher belastend. Ich finde es einfach nur fürchterlich. So, jetzt schön langsam fahren, dass ich nicht nochmal aufsetze. So, einmal rum. Der wartet tatsächlich mal. Danke. Gib mal einen kleinen Freudenhuper hier. Und da sind wir unten angekommen. Endlich. Oh. So. Jetzt muss ich einmal kurz da die Runde fahren. Auf welcher Seite muss ich halten? Ich glaube auf der anderen, ne? Oder ne, ich muss hier halten, okay. Na, dann halte ich hier. So, mit etwas Verspätung sind wir da. Da haben wir nochmal den Bremssound reingedonnert. So, einmal kurz entspannen. Kommen Sie rein. Komm. Wir haben noch keine Zeit. Sie wissen doch, wie es ist. Wir haben doch keine Zeit. Guck mal kurz, ob wir hier Uhrzeit angezeigt bekommen. Nee. Wir haben aber aktuelle Aufträge, glaube ich. Ja, komm. Sie jetzt auch noch. Das müsste diese sein. Nach Morochable fahren wir. Und wir haben 2 Stunden 5 Minuten Zeit. Okay, das kriegen wir hin. So, gut, alle drin. Machen Sie es bequem, weiter geht's. Ab geht er, der Peter. So, mir ist übrigens leider nochmal ein kleiner Fehler aufgefallen, den ich ehrlich gesagt nicht ganz so cool finde. Ich habe nämlich hier, ihr seht es, bestens vorbereitet. Ich habe den Bus nicht nur bei meiner Vorbereitung abgeholt vom Hafen, sondern... Ich habe ihn auch schon umlackiert. Das Umlackieren hat sich aber sehr schwierig gestaltet, weil ich überhaupt nicht gesehen habe, welche Lackierungen eigentlich angebracht sind, weil der Bus einfach nicht angezeigt wird. Das ist nervig und das ist blöd
Und ich weiß nicht, woran das liegt und würde mir wünschen, dass das geändert wird, weil so weiß man überhaupt nicht, da kauft man die Katze im Sack, ja? Ich habe, glaube ich, 3 Lackierungen erst kaufen müssen, um sie dann einmal später zu sehen, weil ich nicht wusste, was ich da kaufe. War sehr traurig, sehr belastend. So, und vor allen Dingen auch sehr teuer. So, fahren wir hier durch die Wohngegend. Wenn einem hier jemand entgegenkommt, dann hat man auch wieder verloren. Aber so hat es ja ganz gut funktioniert. So. Ja, es ist wirklich nur, wenn man die Bremse komplett durchdrückt, dann kommt dieses Geräusch. Finde ich aber gut. Hier muss ich nicht mehr halten, ne? Nee. Okay. Einmal nochmal schnell schauen. Yandia Plama, Playa. Playa ist, glaube ich, Strand. Ja. Das kann man noch viel lernen. Es ist immer wieder ein Drama hier. Diese Tourist Bus Simulator Folgen führen mir immer wieder vor Augen, wie wenig Spanisch ich kann. Und das, wann ich kann, das kann ich auch noch falsch aussprechen. Also. Drama grande hier. Ich glaube, hier muss ich auch. Bin ich auch wieder ein bisschen zu ambitioniert rumgefahren. Das kriege ich keinesfalls hin. Ah. Hier sieht man, wer es drauf hat und wer es nicht drauf hat. Ich habe es ganz offensichtlich nicht drauf. So. Nur aber. Die warten da schon mal. Sehr, sehr aufmerksam. Dankeschön. Ja, jetzt funktioniert's. So, und jetzt schön viel Platz nehmen. Da kommt nichts. Also hoch mit der Gurke. So. Ja, wenn ich bremse im Fernbus-Simulator oder auch hier im Tourist-Bus-Simulator, dann meistens Vollbremsung. Aber jetzt gibt es immer so Sounds, da muss ich wirklich mal an mir arbeiten. Wobei ich jetzt gar nicht voll durchgedrückt habe. Ah. Ah, Leute. Manchmal frage ich mich ja wirklich. Ah. Ich dachte, mit dem ist es eigentlich relativ einfach, hier lang zu fahren, aber ich wurde soeben eines Besseren belehrt. So, jetzt aber. Etzala, auf geht's. So. Ich glaube, ich bin ein bisschen spät dran. Denn ich muss die Route auch nochmal zurückfahren. Und insgesamt habe ich, glaube ich, 2 Stunden, 5 Minuten Zeit. Also müsste um 16 Uhr. Nee, um 15.05 Uhr in-game wieder zurück sein. Und ich glaube, das ist keinesfalls zu schaffen. Also richtig glücklich macht mich das immer noch nicht hier, diese Stelle, diese Route. Naja, wie auch immer, wir fahren jetzt weiter, fahren wieder auf die Autobahn auf und dann geht's weiter. So, genug von dem Ranz hier. Mann. Meine liebe Fahrgäste, nehmen Sie es mir nicht übel, aber ein bisschen sauer bin ich. Ein bisschen enttäuscht auch von meinen eigenen Fahrkünsten hier. Habe ich auch noch ein Schild da mitgenommen. Das gibt eine Anzeige. Würde Karin Ritter jetzt hier sagen. Gut, dann fahren wir wieder drauf. Und dann fahren wir jetzt in die nächste Stadt ein. Da wird es dann alles wieder ein bisschen einfacher. Also, teilweise ist es ja wirklich verdammt knapp. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr selbst den Tourist Bus Simulator habt, wie ihr das so meistert. Kriegt ihr das ohne Unfall hin mit dem Bus oder kriegt das nicht hin? Schreibt es mal in die Kommentare, es würde mich sehr interessieren. Aus gegebenem Anlass, wie man immer so schön sagt. So, und währenddessen kann ich mich ja hier ein bisschen austoben und kann das mal an Vmax bringen. Ja. Nicht wirklich. Jetzt muss ich schon auf 70 runter und jetzt Atención. 50 darf ich nur noch fahren. So, und einmal raus. Hier vorne muss dann nämlich schon die nächste Haltestelle sein.
Ja, da ist er. So, da sind wir. Der Urlaubsexpress. Der Gute-Laune-Express. Kommen Sie rein. Moin, moin, moin. So. Hola. Guten Tag. Hallo. Moin. Mui, mui. Weiß nicht, was das heißt, aber Sie haben schon recht. So. Und dann geht's zum Ziel. Zur letzten Haltestelle. Also, ja, den Bus finde ich selbst schon ganz gut, muss ich sagen. Der gefällt mir schon ganz gut. Diese Bugs, jetzt ist hier aber ohne mein Zutun einfach dieser Ständer umgefallen und der... Entschuldigung, ist das Ihr Laden? Ihre Kleiderständer, die fallen hier durch die Gegend. Vielleicht können wir den mal wieder aufrichten. Nee, das geht leider nicht. Ah, gut. Haben Sie es auch gesehen? Der Kleiderständer... Da! Jetzt sind sie weg. Und der Mann ist auch weg. Nee, der steht noch da. Verrückt, oder war das eine Frau? Na, ein mysteriöser Ort. Bald kommt Galileo Mysteria einmal hier kurz vorbei und fragt mal nach. Verrückt. So, die ganzen Touri-Läden hier mit ein paar Souvenirs, die absolut berechtigte Preise haben. Ach, es nimmt kein Ende, alles hier. Überall diese Shops. Da kann man so gefühlte Millionen lassen in diesen Läden. Und dann geht es weiter. Muss ich jetzt hier... Ich muss hier einmal die zweite Abfahrt nehmen. Nicht geradeaus fahren. Na, ich dachte schon, er fährt rein. Aber er lässt uns. Mittlerweile kenne ich die Strecke auch einigermaßen gut. Aber ich bin so lange nicht mehr gefahren und mir fehlte echt die Übung. Ich meine, so richtig gut habe ich die Serpentinen ja nie hinbekommen, ne? Aber dass die Kreisverkehre auch so Probleme machen, das ist mir neu. Ich glaube, da muss ich noch mal ein bisschen in die Fahrschule. Vielleicht sollte ich mal wieder einen echten Bus fahren. Das wäre eigentlich mal wieder an der Zeit. Das wäre eigentlich mal wieder eine schöne Sache. Vielleicht mal einen Reisebus. Das wäre cool. Würde ich gerne mal machen. So, da sind wir aber jetzt an der Endhaltestelle. Und dann muss ich jetzt mal gucken, wo ich die Fahrgäste rauslasse. Ich glaube, da vorne rechts müsste die Haltestelle sein. So, sie warten schön im Stoppschild. Hier, das müsste sie sein. So, ich hoffe, Sie haben die Fahrt genossen. Einmal aussteigen, bitte. Es ist noch ein bisschen schwer nachzuvollziehen, wann dieses Geräusch kommt, aber ich finde es nicht schlecht. So, kommen Sie einmal raus hier, genau. Sie auch bitte, Endhaltestelle. Also Sie können auch sitzen bleiben, aber da geht es halt wieder zurück. Ich weiß nicht, inwiefern sich die Fahrt dann gelohnt hat. So, okay. So langsam steigen Sie ja alle aus. Alles klar. Ja, ich finde den Bus nach wie vor ganz cool. Wie seht ihr das? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und vor allen Dingen schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ich nochmal auf einer anderen Route mit dem Bus unterwegs sein soll. Vielleicht auch mit dem MAN Lines Intercity. Schreibt mir das gerne unten rein. Ich werde mich danach richten. Die Rückfahrt werde ich allerdings jetzt nicht mehr machen, denn wir sind schon dick am Ende der Folge angekommen und wir kennen die Strecke eigentlich auch. Vielleicht werde ich mir nochmal eine andere Strecke raussuchen können, auf der ich den Bus dann nochmal austeste oder vielleicht auch ein anderes Busmodell, je nachdem, was mein Budget hier im Spiel hergibt. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!